Gräfelfing südwestlich von München hat sich in den vergangenen 25 Jahren mit der Nachbargemeinde Planegg Martinsried zu einem der bedeutendsten Life Science Cluster Europas entwickelt. Denn mehr als 100 Biotechnologieunternehmen sind inzwischen hier angesiedelt. Nun entsteht in Gräfelfing ein weiterer Neubau, der nicht nur durch seine anspruchsvolle Architektur besticht, sondern der auch alle Kriterien für Unternehmen aus der Biotechnologie erfüllen soll. Das ist ein Gebäude, das Labor- und Forschungsflächen bietet für Unternehmen aus der Biotechnologie. Es gibt auch einen Anteil an Büroflächen, wo deren Forschungsergebnisse dann gleich dokumentiert werden können. Wir haben hier ein sehr hochwertiges, ausgestattetes Gebäude, das alle technischen Anforderungen erfüllt, damit die Unternehmen eben ablaufoptimierte und prozessoptimierte Arbeit hier leisten können. Hier entsteht ein topmodernes Labor- und Bürogebäude, welches nach Fertigstellung in seiner Art und Weise eines der modernsten und nachhaltigsten in Deutschland sein wird. Die Grundstruktur des Gebäudes ruht auf einer Stahlbeton-Tragstruktur aus Decken und Stützen. Die Gebäudehülle bildet eine moderne Elementfassade aus Aluminium und Sonnenschutzverglasung. Los ging's mit dem Bau im November 2021. Das sechsstöckige Gebäude wird insgesamt 9200 Quadratmeter Geschossfläche bieten. Die Mieter stehen schon länger fest. Drei Unternehmen aus den Bereichen Drug Discovery Solutions, Pharma und Healthcare. Damit alles im Zeitplan bleibt, arbeiten täglich rund 70 Personen auf der Baustelle. Mit dabei auch einige Bauingenieursstudenten, die nebenbei ihr Studium abschließen oder es bereits beendet haben. Zum einen bringt es richtig viel Spaß und dadurch, dass ich vorher eine Ausbildung als Maurer gemacht habe, konnte ich vom ersten Tag an zielorientiert mithelfen und ich glaube, es bringt mir viel und ja, meine Kollegen haben auch was davon. Ich bin nach meinem Bachelorstudium als Bauingenieur zur Firma Geiger gekommen im 2015 und habe mich dann noch ein Jahr dazu entschlossen, ich will nur meinen Master machen. Und habe hauptberuflich weiterarbeiten dürfen und habe nebenberuflich eben die Weiterbildung als Master of Engineering gemacht im Projektmanagement Bau und konnte hier Theorie und Praxis halt super verbinden und verknüpfen und das Ganze einfach, glaube ich, intensiver lernen und auch nachhaltiger lernen. Die Baubranche in Bayern bietet nach wie vor beste Karrierechancen. Sowohl für junge Menschen, die eine reguläre Ausbildung einschlagen, als auch für Dualstudenten, Praktikanten oder Werkstudenten. Das Studium im Bauingenieurwesen bringt ein sehr breites Spektrum mit sich. Es geht von der Tragwerksplanung über die Bauleitung, also da, wo ich jetzt hier stehe, tagtäglich auf der Baustelle und den Fortschritt an dem speziellen Projekt zu sehen. Aber auch ganz andere Themen oder sehr spezielle Themen, gerade im Masterstudium. Das Thema Nachhaltigkeit wird dort immer wichtiger, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Der Beruf am Bau, der ist vielseitig, abwechslungsreich und Sie haben die einmalige Chance, an der größten Transformation, welche unsere Branche derzeit erlebt, mitzuwirken und mitzugestalten. Nutzt die Chance und die Möglichkeit, über den fachspezifischen Horizont hinauszuschauen. Denn das Schöne an unserem Beruf ist die ständige Interaktion mit Menschen. Denn Projekte wie diese werden nur dann erfolgreich, wenn Menschen, die sie erstellen, exzellent miteinander interagieren. Bereits im Mai soll das Life Science Center in Gräfelfing bezugsfertig sein. Insgesamt investiert der Münchner Bauherr Aventim Real Estate 60 Millionen Euro.